Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was sie da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, ich musste mal ein paar beziehungsweise zwei Videos nachbearbeiten. Ja, das ist unser Discovery. Ihr kennt den alle aus dem Kanal. Und ja, das ist, wo wir den quasi aus der Nähe von Frankfurt abgeholt haben. Jetzt ist er zu Hause. Da hinten sieht man, dass die Werkstatt noch kein Tor hat. Ja, das sind die Rostschäden von dem Auto. Schon gewaltig. Ja, unten sieht man, dass sie den über den TÜV gelötet haben. Während dahinter alles gestorben ist in Ruhe. Hier sieht man es. Ja. Ja, das ist der Schweller gewesen. Das ist, glaube ich, auch der dritte Überzugschweller da drauf. Ja, einmal kurz aufgeräumt. Alles rausgeholt. Das ist ein neuer Innenschweller. Gibt es für 80 Euro in Großbritannien oder auch hier gibt es den auch teilweise. Ja, das ist das Teil, was bei dem Grünen jetzt nicht kaputt ist. Die Bodenverstärkung. Ja, das war hinten. Hier sieht man die Karosserieaufnahme auf der rechten Seite. Ja, das waren die ersten Löcher. Ja, die ersten Bleche angefertigt, genau. Ja. Schon ein wirklich übles Auto. Ja, das war mein kaputtes Schweißgerät. Man sieht's. Aber trotzdem, das Auto fällt nicht auseinander. Also von daher hat funktioniert. Ja, das ist das Blech an der Stelle. Funktionierte ganz gut, muss ich sagen. Auch mit dem kaputten Schweißgerät. Ich habe mir, ich glaube, während der ganzen Geschichte habe ich mir ein neues gekauft. Ja, das ist die neue Bodenverstärkung, die habe ich anfertigen lassen bei der Schlosserei. Die ersten Bodenbleche, die neuen. Ja. Eigentlich eine gute Reifenkontrollöffnung, ne? Ja, so ist der Boden wieder geschlossen. Das, ja, das ist der neue Innenschweller, positioniert, ja. Ja, die ersten Punkte. Ich glaube, da stimmt irgendwas mit der Reihenfolge auch, glaube ich nicht. Ja, Punkt verschweißt mit dem Bodenblech, genau. Ja, da sieht man, wie er fertig drin sitzt. Ja, das ist der Außenschweller, den habe ich mir biegen lassen aus 2 mm Stahl. Hält bis heute, kein Problem. Ja, der gute Löwe als Rostschutz. Da ist die B-Säule. Die ist noch nicht ganz fertig. Innen habe ich abgedichtet. Genau, das war es mit der Reihenfolge. Innen habe ich komplett abgedichtet, dass der Schweller nach oben hin kein Wasser ziehen kann. Und dann nach hinten, unten auch. Ja, da habe ich die Endspitze von der B-Säule dann noch eben reingesetzt. Nachgebaut und reingesetzt. Ja, alles abgedichtet etc. Aber den Schweller offen gelassen vorne, dass ich den ausspülen kann. Hinten ist er nämlich komplett geschlossen. Ja. Ja, der ist komplett abgeschlossen. Das ist richtig, genau. An der Stelle, ja, da kommen wir zum Radhaus. Wie man sieht, das haben die immer. Na? Ja, da ist das erste Blech drauf. Habe ich in 2 Stücken gemacht, beziehungsweise in 2 Teilen. Ja, genau. Da sitzt der Batteriekasten auf der Innenseite. Damit noch verbunden. Genau, das ist der Winkel nach außen. Richtig.
Kann mich sehr gut erinnern. Ja, das sind die ersten Löcher da oben. Entsprechende Teile angefertigt, ja, genau, entsprechende Teile gedengelt. Das müsste die Innenseite sein. Genau, das ist einmal oben auf dem Rathaus. Hier unten sieht man den Stoßdämpferdom. Auch alles komplett abgedichtet, ne? Das ist wichtig, gerade bei dem Fahrzeug. Ja, der Gumminüppel für den Luftfilterkasten passt natürlich perfekt wieder rein. Ja, das ist die andere Seite, das ist die schräge Seite nach hinten. Hinter diesem rechten Blech ist der Fußraum. Ja, das ist schon relativ gut fertiggestellt. Ja. Jetzt kommen wir langsam zur rechten Seite. Ja. Auch auf der Seite sieht man diverse eigenartige Reparaturen. Immer wieder Bleche drüber gelötet und ja, Endresultat seht ihr dort. Leider hat das Fahrzeug natürlich einen Leiterrahmen, also die sind mit ziemlich viel durchgekommen durch den TÜV. Ja, das ist. Ja, da kann aus einem sehr kleinen Loch sehr viel Loch entstehen. Da war die Gurtaufnahme etc. Hier ist der vordere Kotflügel, Innenkotflügel. Und man sieht, überall, wo diese Plastik-Innenradkästen befestigt sind, ist alles weg. Da arbeitet das zu stark. Ja, hier sieht man noch so eine Lötarbeit. Auch hier wieder Reifenkontrollloch. Ja, im Fußraum war fast gar nichts mehr da. Ja, das ist die Karosserieaufnahme gewesen. Da oben ist auch nichts mehr. Tür musste ich rausnehmen, genau. Ja, das Ende von der A-Säule. Freier Blick auf die Elektrik. Ja, da war so gut wie gar nichts mehr. Das ist jetzt das Ende der A-Säule von dem Spender. Kein Nerv mehr, das Ding nachzubauen. Ja, die ersten Reparaturbleche sind da. Genau. Ja, da sind die ersten eingeschweißt gewesen. Da auch. Ja, das ist das Ende der A-Säule. Ja, da geht es langsam Richtung Fertigstellung. Genau. Jetzt kommt unten die Fußtraverse, Bodenbleche, neuer Fußraum, auch aus dem Spender. Ja, ordentlich verkleistert. Kommt ja ordentlich Steinschlag bei raus. Ja, in neuer Innenschweller. Ja, B-Säule. Auch vernünftig abgedichtet, natürlich der Innenschweller und 2 mm Stahl auch wieder auf die Außenseite, klar. Ja, da sieht man das Blech. Ja, ordentlich Rostschutz ist natürlich wichtig, ne? Innenraum habe ich dann auch komplett versiegelt von innen. Ja, und dann fängt es auch an mit dem Motor etc. Auch das Auto stand ja bei den Vorbesitzern stand das ein Jahr. Und ich habe die Rostschäden gesehen und habe den auch noch ein Jahr stehen lassen. Und habe mir dann irgendwann mal gesagt, so von wegen, okay, jetzt reicht's. Nach tonnenweise angekauften Zugfahrzeugen hatte ich die Faxen dicke und habe das Auto draußen fertig gemacht. Ja, das ist eigentlich schon die Fertigstellung. Ja, die letzten Kotflügelhalter nachgebaut, genau. Das sind die Seitenteile, die habe ich wieder eingebaut. Ja, Kotflügelhalter hinten, genau. Sitzkonsolen mussten noch entrostet werden. Ja. Noch ein Kotflügelhalter, genau. Das ist die Hecktraverse. Oh ja, die wird bei dem Grünen jetzt auch witzig. Innenraum eigenermaßen wieder komplettiert. Ja. Da steht er an der Fähre und ist fertig. Die ersten Probefahrten im Wald. Und dann ist die Zylinderkopfdichtung hochgegangen, weil, wie gesagt, ein Jahr Standzeit und leider zu wenig Frostschutz drin. Ist die Zylinderkopfdichtung durchgerostet. Ja, dann einmal neu mal durchgehohnt, neue Zylinderkopfdichtung, neuen Zylinderkopf bzw. einen hohen lassen, einmal komplett reinigen. Ja, das ist ja nicht so ganz so unnötig, ne? So, genau. Das ist der gereinigte Zustand. Einmal die ganzen Gewinde im Zylinderkopf nach. Genau. Mit dem Gewindeschneider nachschneiden.
alles reinigen. Ja. Es müsste auch gleich irgendwann eine Tonprobe kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Im nächsten Video. Bis dann.